Sie träumt die ganze Zeit von ihrer Begegnung mit Clear. Sie ist überhaupt nicht mehr richtig anwesend. Ich wüsste gern, was er für ein Typ ist. Und KC kommt auch mal wieder nicht mit einem einzigen Wort rüber. Ich habe meine große Schwester noch nie so gesehen. Sid! Das Ding fliegt ausgezeichnet, das muss man anerkennen. Hast du ein neues Experiment am Laufen? Selbstverständlich, ich kann gar nicht anders. Und erklärst du uns, worum es sich handelt? Es hat mit dem fliegenden Wasser zu tun, das Ai mitgebracht hat. Der Handschuh aus fliegendem Wasser? Der gehört Clear. Ich habe den Handschuh mal genau unter die Lupe genommen und er ist tatsächlich aus fliegendem Wasser gearbeitet. Um ihn besser testen zu können, mache ich den Flugversuch. Und wow, der Gravitationswiderstand und die Beschleunigungsmöglichkeiten sind so gut, das ist einfach unglaublich. Gib sofort den Handschuh her! Oh Mann, du kannst aber ganz schön rabiat sein. Der Handschuh gehört dir nicht. Ich beaufsichtige ihn zurzeit. Wir müssen ihn Clear zurückgeben und damit basta. Entschuldigung, ich konnte mich einfach nicht beherrschen. Echt mal. Ich habe schon wieder ein ganz ungutes Gefühl, Leute. Die Würfel vom Ozeanpuzzle haben sich wieder bewegt. Ich freue mich, euch zu sehen. Seid herzlich willkommen. Ihr befindet euch in der See von Wunderland. Ich bin Fabula. In der letzten Folge hat die kleine Ai einen jungen Mann getroffen. Er heißt Clear und trägt die Kraft der Zerstörung in sich. Doch nun verlangt das Schicksal nach jemand anderem. Es muss ein Wesen mit klarer Seele und reinem Herzen sein. Da gibt es nur einen. You, das Geheimnis von Gaudium. Was ist denn jetzt wieder los? Wir rasen durch den Himmel. Schon wieder? Ich fass es nicht. Was ist das denn? Haltet euch fest, wir werden beschossen! Seht mal! Was in aller Welt ist denn das für ein Ding? Das ist ja furchtbar. Ich bekomme ein ganz eigenartiges Gefühl. Das hatte ich noch nie zuvor. Das sieht aber nicht sehr freundlich aus. Die Dinger zielen immer noch auf uns. Sieht so aus, als wären wir irgendwo gegengeknallt und könnten aus eigener Kraft nicht mehr wegkommen.
Verdammt gut erkannt. Die Luft ist nicht unser Element. Im Himmel ist ein Unterseeboot hilflos. Wir können leider nichts tun. Tja, das sehe ich auch so. Die wollen es nicht anders. Alle Mann auf den Posten, wir greifen an. Haupttorpedo zum Abfeuern vorbereiten. Daneben. Ihr Verteidigungssystem funktioniert tadellos. Die vier Protektionssatelliten schirmen das Gebilde in der Mitte optimal ab. Wir sollten dem Haupttorpedo eine weitere Chance geben. Wartet! Wir sind auf einen der vier Satelliten geknallt und da sind wir im Moment auch relativ sicher. Die können nicht gegeneinander feuern. Wir sollten uns eine Pause gönnen und nachdenken. Ein Plan muss her und der muss funktionieren, sonst schaffen wir es nie aus der Höhle des Löwen. Ja, ich stimme dir zu. Du hast vollkommen recht, Sid. Stimmt doch, Kommandante, oder? Naja, wenn wir uns nicht bewegen, können wir auf jeden Fall nichts falsch machen. Nebel. Sieh an. Ich hatte für das kleine U-Boot eine Landung auf Gaudium geplant. Aber nun haben sich die Dummköpfe im Verteidigungssystem der Satelliten verfangen. Tja, seine Exzellenz kann mitunter recht teuflisch sein, wenn es darauf ankommt. Und er liebt es, diese menschlichen Zwerge ein bisschen zappeln zu lassen. Oh, liebe Güte, was ist denn mit dir los, Tobi? Er sagt, er riecht wieder diesen toten Pfeffer und er kann das nicht aushalten. Was für toten Pfeffer denn? Den haben wir doch neulich in dem unheimlichen Haus gesehen. Der hat so ausgesehen wie roter Pfeffer. Und wo kommt jetzt auf einmal der Geruch her? Das ging ja gerade noch mal gut. Chobi? Nanu, wo bin ich denn? Ei. Chobi! Wo bist du? Chobi! Was machst du hier? Dein Geschrei finde ich ziemlich dreist. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Ich habe nicht gesehen, dass du hinter mir stehst. Aber gut, dass ich dich treffe. Wohnst du vielleicht hier? Kann man so sagen. Gut, und hast du hier vielleicht einen Chocobo gesehen? Der gehört zu mir und sein Name ist Chobi. Chobi? Ist das so ein Vogel? Ja, genau, ein Vogel. Dann hast du ihn also gesehen. Wir sind dicke Freunde. Du bist mit einem Vogel befreundet? Was findest du daran denn so komisch? Naja, Vögel sind doch zum Essen da. Und mit Essen kann man nicht befreundet sein. Du bringst zwei Sachen durcheinander und das finde ich komisch. Wir sind hier in Wunderland. Du hast bestimmt schon bemerkt, dass wir unsere eigenen Regeln haben. Zu den Gewinnern gehören hier diejenigen, die in der Lage sind, die Schwachen an die Wand zu drücken. Leute, wie ich zum Beispiel.
Das finde ich aber nicht besonders erstrebenswert. Und wieso nicht? Weißt du, ich glaube, wegen dieser rücksichtslosen Entweder-Oder-Haltung ist Wunderland so ein unangenehmer Ort. Ein unangenehmer Ort? Soll ich dir mal was sagen? Du bist ein ziemlich lustiger Kerl. Willst du mal lecken? Mm-mm. Es ist ganz eigenartig. Wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich überhaupt keinen Hunger. Stattdessen bekomme ich gute Laune. Und wieso bist du überhaupt zu uns nach Wunderland gekommen, wenn ich fragen darf? Ich? Also ich bin nach Wunderland gekommen, weil ich meinen Vater und meine Mutter suche. Du suchst deine Eltern? Das ist ja ein Ding. Sie heißen Hayakawa. Genau wie meine Schwester und ich. Hayakawa? Wie interessant. Hast du sie etwa getroffen? Das sind die da, hab ich recht? Mama! Papa! Was machst du da? Kann uns das retten? Die Ultraschallwellen von meiner Haute-Couture-Kreation Genevieve erlauben mir glücklicherweise eine, wenn auch recht schwache, Verbindung zu dem Satelliten herzustellen. Ach, hast du Genevieve nicht verwendet, um unseren Chocobo wieder zur Vernunft zu bringen, als er ausgerastet war? Das, was du da versuchst, auch Yu helfen? Dumme Frage, natürlich. Hey, Mama! Papa! Hört ihr mich denn nicht? Ich hab euch gerufen. Ihre wissenschaftliche Mitarbeit hilft mir, meine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Ohne sie wäre ich nicht bis dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Ich habe mir vorgenommen, das ganze Wunderland zu beherrschen. Und darüber hinaus die äußere Welt, den Weltraum und alles, was es sonst noch gibt. Einfach alles? Ja, und deine Eltern finden das gut. Sie sagen, dass ihnen noch nie ein Projekt so viel Spaß gemacht hat. Oh. Sowas sagen sie? Mein Vater und meine Mutter haben gesagt, das weiß ich noch ganz genau, dass man Zugang zu vielversprechenden neuen Energien gewinnen kann, wenn man das Geheimnis von Wunderland aufklärt. Aber haben sie uns wirklich freiwillig im Stich gelassen, um hier zu arbeiten? Oh, Papa, erkennst du mich nicht? Ich bin Yu. Wer bist du? Sag mir, wie du heißt. Mein offizieller Name ist Tyrann. Meine Untergebenen nennen mich aber auch Graf. Der Graf? Das bist du? Das darf nicht wahr sein. Was ist denn mit dir? Hast du auf einmal Angst bekommen? Du bist so blass. Das wäre geschafft. Das Loch ist zu. Melde Gehorsams Black abgedichtet. Gute Arbeit. Und Sid, wie geht es bei dir voran? Oh, Gott sei Dank, es klappt, es klappt, es klappt. Die Verbindung wurde hergestellt. Klappt wie am Schnürchen. Ich bin ein Genie. Dann wollen wir mal loslegen. Uns steht nichts mehr im Weg. Auf geht's zur Rettungsaktion von Yu und Chobi. Ei, 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 ei.
Yoshi! Nein, bitte nicht schießen! You und Shobi sind da drüben! Sie könnten verletzt oder getötet werden! Ich muss gehen. Wenn du unbedingt kämpfen willst, warte, bis You und Shobi in Sicherheit sind. Du störst. Alle Dinge dieser Welt werden zu einer wunderschönen Melodie in meinem Lied. Dann zu verschwinden! Nach der weißen Hitze! Wir müssen was tun. Zum Angriff, Sid! Das geht nicht. Bei einem Generalangriff bringen wir Yuu und Shobi in Gefahr. Soil, gib mir Magie! Nein, halt! Mein Bruder ist in Gefahr! Kann sich sehen lassen. Ich ziehe den Hut, meine Herren. Dieser Mackenzie ist schon einer. Die Show ist ziemlich cool gewesen, Mackenzie-Schätzchen. Ein bisschen enttäuschend war der Schluss. Schade, dass das Schiff mit seiner Besatzung dann doch noch entkommen ist. Ich war zwischendurch auch etwas beunruhigt. Ich habe schon gedacht, du kommst nicht mehr zurück. Es war ein geschickter Schachzug, den Verteidigungssatelliten, den der Feind leider besetzt, hier zu zerstören. Damit konnte nicht nur Gaudium, sondern auch seine Exzellenz der Graf geschützt werden. Du bist schon grandios, aber das weißt du auch, oder, Mackenzie? Ich stimme dir zu. Du bist in der Tat meine verlässlichste Stütze, Mackenzie. Willst du mal lecken? Nein, danke, möchte ich nicht. Eieiei. Oh, Jane, meine Liebste, es tut mir so leid. Ich mach dich gleich wieder heil, bestimmt. Dauernd bin ich nur am Reparieren. Du hast meine Jane zerstört. Wer war der Typ überhaupt, gegen den du angetreten bist? Du kennst ihn doch. Dann war's also Mackenzie. Also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er den Satelliten absichtlich zerschossen hat, damit Jane entkommen kann. Ich erinnere mich noch, dass er einmal das geheime Hauptquartier der Kommoden zerstört hat. Ich habe ihn nicht in angenehmer Erinnerung. Vorhin allerdings sah es wieder ganz anders aus. Was hältst du von der Sache, Katze? Er ist mein Erzfeind. Mein tödlicher, erbitterter Erzfeind. Naja, von mir aus. Aber wenn ich mir die unbezwingbare Verteidigung ansehe und die Struktur der Hauptkonstruktion mit dem vergleiche, was wir wissen... Ist das etwa Gaudium? Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Dieser Ort dort draußen ist die Burg von Chaos. Und dort ist auch der tyrannische Graf zu Hause. Die Burg des Grafen? Und, Yu? Yu...
Wieso sagst du nichts? Jo, geht's dir nicht gut? Was ist überhaupt passiert? Nichts ist passiert. Mach dir keine Gedanken. Nichts ist passiert. Grenzenlos. Hört meine Prophezeiung. Ihr werdet das schwarze Wasser kennenlernen, das die Wüste angreift und Leben stiehlt. KC, Lisa, Sid und die Komodeen bereiten mit vereinten Kräften die letzte Schlacht vor. Es gibt keinen drinnen mehr. Kaktus, die umherschweifende See. Ich begleite euch weiter durch Final Fantasy Grenzenlos.